27 fast. Und kannst du sehen, ob das im normalen Facebook zu sehen ist? Ja, sind 3,95. Schon mal herzlich willkommen aus dem Off. Wir legen um 9:30 los. Du vermisst das Wohnzimmer, ja. Ja, hallo Sabrina. Simon und Sandra natürlich, ja. Thomas Kühling sieht zu, ja, das ist beruhigend, der steht hinter mir. Wunderbar, auch schön, dass jetzt schon so viele da sind. Hallo Silber. Sagen, bei Gongschlag legen wir los. Ne? Also wenn die offizielle Uhr, das ist ja die OCM-Uhr. Ne? Ist die über die Atomuhr synchronisiert? Die ist über meinen Finger synchronisiert. Können wir noch schnell was zu trinken und dann legen wir los. Ja, ich bin noch da. Der Tod ist übrigens nicht weg. Wir warten noch bis 9:30, dann geht es direkt los. Der Stream läuft. Wir haben auch 35 Live-Zuschauer. Huhu, Greta. Kannst du vielleicht uns noch unten auf der Facebook-Seite den Link nochmal posten, damit das klar ist, dass wir jemanden melden? Hat schon gegongt? Ja. Ach Gott, ach Gott. Will ich mal kurz was trinken? Und schon geht's los. Herzlich willkommen. Wir sind, das muss ich gleich schon mal betonen, hier nur zu zweit im Oldenburger Computermuseum. Thomas ist hier und bedient die Kamera. Ich bin hier und live per klassischem Telefon zugeschaltet ist auch noch Michi. Und Michi hat die Aufgabe, ein bisschen den Chat mitzulesen und uns dann durchzugeben, wenn Fragen sind, so dass wir das hier irgendwie interaktiv gestalten können. Ich hoffe, das funktioniert.
Können wir das vielleicht schon mal mit einer Frage testen? Kann irgendjemand schon mal eine Frage stellen? Dann können wir mal gucken, wie lange das dauert. Der Daniel schreibt, er hört nichts. Okay, das sollten wir vielleicht erstmal klären. Ist der Ton nur bei Daniel nicht da? Michi, kannst du hören? Auch über den Stream? Er hat noch keinen Chat. Ihr seid wirklich sehr leise, schreibt Ralf. Oh Gott, dabei rede ich schon so laut. Was ist los? Wir haben ja gerade eben schon mal einen kleinen Teststream gemacht und dabei lief das eigentlich ganz gut. Also, das sollten wir jetzt es ist leise, aber geht, sagt Jens. Okay, also das sollten wir auf alle Fälle erstmal klären. Ich kann ja auch noch mal ein bisschen näher kommen. Aber ne? Wir haben ja hier diese Abstandsregel einzuhalten. Ja. Gut, also dann würde ich sagen, legen wir mal richtig los. Jetzt bin ich doch ein bisschen aufgeregt. Den ganzen Tag war es okay, aber naja, ich mache so eine Führung ja auch nicht zum ersten Mal. Nur das erste Mal rede ich irgendwie mit einem Gerät dabei. Das ist ein bisschen eigenwillig. Gut, herzlich willkommen im Oldenburger Computermuseum. Auch uns hat es natürlich so getroffen, wie alle anderen öffentlichen Einrichtungen auch. Wir sind alle schon seit mehreren Wochen jetzt nicht mehr hier gewesen. Haben natürlich keine normalen, regulären Besuchszeiten und da soll dieses Event uns so allen ein bisschen helfen, irgendwie ein bisschen das Computermuseums-Fernweh ein bisschen zu überwinden und vielleicht ja auch einigen Leuten, die schon immer mal herkommen wollten, aber es aber aus irgendwelchen wahrscheinlich fadenscheinigen Gründen noch nicht geschafft haben, auch mal eine Möglichkeit für den Einblick hier ins Museum geben. Wir haben uns ehrlich gesagt nicht viel überlegt, was die was den Ablauf angeht. Wir haben irgendwie gesagt, so eine Länge von, weiß nicht, ungefähr einer Dreiviertelstunde wäre vielleicht ganz, ganz okay. Wie gesagt, so ein interaktiver Teil soll dabei sein, dass ich auch auf Fragen antworten kann. Und ich würde natürlich ganz gern, wie bei jeder anderen normalen Führung auch, so ein bisschen was über das Museum und natürlich über unsere Exponate erzählen. Das ist so der Plan. Thomas, du sagst mir Bescheid, wenn Fragen da sind. Bisher sind noch keine Fragen. Du musst mich dann einfach unterbrechen. Mhm. Oder wenn ich schneller, langsamer, lauter reden soll. Mhm. Gut, dann würde ich vielleicht für die, die tatsächlich noch nie hier waren oder noch nie eine Führung miterlebt haben, erstmal so ein bisschen erzählen, was das hier überhaupt ist. Und das sind drei wichtige Punkte. Zum einen, das Computermuseum ist ein Hands-on-Museum, das heißt, unsere Exponate funktionieren alle und wir möchten, dass unsere Besucher damit auch aktiv umgehen. Also natürlich erstmal in erster Linie vielleicht ein Spiel ausprobieren, aber auch programmieren, mal ein Buch zur Hand nehmen. Wir haben immer die ganzen begleitenden Zeitschriften und Handbücher natürlich auch am Exponat, sodass man wirklich lebendig erleben kann, wie sich ein solches Gerät bedient hat. Der Andreas Heidmann fragt, wie geht es dir? Ja, mir geht's super. Also wie gesagt, mir fällt ein bisschen die Decke auf den Kopf, deswegen bin ich jetzt auch ganz dankbar für diese Abwechslung, die wir hier gerade gemeinsam machen. Aber ansonsten, ja, dann guck mal, dann klappt das mit den Fragen ja auch schon. Gut, also, es ist ein Hands-on-Museum. Das zweite ist, das hier ist ein gemeinnützig anerkannter Verein. Das heißt, der Verein und die Vereinsmitglieder machen das hier in der Freizeit. Hier arbeitet also keiner. Also ich möchte auch nicht, dass es den Eindruck von Arbeit irgendwie gibt, wenn man hier mal was macht. Wir alle verbringen unsere Freizeit hier. Das Team sind so, kann ich immer schwer einschätzen, 10, 12, 13, 14 Leute mit verschiedenen Aufgabenbereichen. Und keiner von uns macht hauptberuflich das, was man eigentlich machen müsste, nämlich irgendwie in Art von Ausstellungsdesign oder in der Museumsdidaktik. Wir sind alle ganz, ganz unterschiedlich aufgestellt. Grafiker dabei, Techniker dabei, Lehrer. Der Stefan Kleen, aka Max Power, fragt, was wir denn jetzt so in unserer Zeit machen, wo wir doch eigentlich geschlossen haben. Naja, wie gesagt, das ist ja, was ich gerade versuche zu erklären, es ist ja nicht unsere Hauptaufgabe. Wir haben alle normale Berufe und haben das Museum ja sonst auch nur abends in der Freizeit betrieben. Das fällt jetzt leider weg. Das heißt, es gibt nur ein paar Aufgaben, die wir erledigen können, die sich natürlich auch von außerhalb machen lassen, wie zum Beispiel Textrecherche oder eben auch weitere Recherche zu den Exponaten. Dafür muss man hier nicht vor Ort sein. Aber das ist ja nicht das, was eigentlich einen Spaß macht. Der Spaß an diesem Hobby, an diesem Museum, sind ja eigentlich, seid ihr, sind die Besucher. Also die Leute, die hierher kommen, sich freuen, irgendwie mit leuchtenden Augen sagen, ah, den hatte ich mal, mit dem habe ich angefangen und darüber da auch ins Reden kommen und die Geschichten austauschen aus der Zeit mit diesen Rechnern.
Und das fehlt jetzt komplett, leider. Und das hier ist auch nur ein müder Ersatz dafür, aber immerhin geht es. Also bin ja schon ganz dankbar. Und Peter Klaus fragt, ob du schon Unterstützung beantragt hast. Fürs Museum? Nee, das kann ich vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Ich komme jetzt mit meinen drei Punkten gar nicht zu Ende, aber vielleicht biegen wir da erstmal ab, okay, wenn wir jetzt die aktuelle Lage sehen. Also, wir haben natürlich einen Kostenapparat, den wir monatlich bedienen müssen. Da hat sich nichts dran geändert. Da wird auch nichts erlassen oder sowas. Also keine Mietstundung, Kürzung, sonst irgendwas. Das läuft normal weiter. Was aber auch zum Glück normal weiterläuft, sind natürlich die Mitgliedsbeiträge von euch. Das heißt, wir haben auch dadurch einen monatlichen Geldfluss, der aufs Konto kommt. Und wir haben, das sieht man vielleicht im Hintergrund, ja auch unsere Sponsoren. Und auch die unterstützen uns bisher ganz normal weiter. Da haben wir ja so eine Sponsorenwand mit den Logos drauf. Es sieht also noch nicht kritisch aus. Das heißt, ich hätte jetzt ein schlechtes Gewissen, wenn wir als OCM jetzt schon eine Unterstützung beantragen würden, wenn es anderen Einrichtungen, die vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, ein, zwei, drei Monate so zu überlegen, wie kleinere Theater beispielsweise, wenn wir denen damit irgendwie nicht nur das Geld streitig machen, sondern vielleicht auch in der Bearbeitung einfach dann der ausschlaggebende Punkt sind, warum die vielleicht einen Tag später irgendwie eine Förderung bekommen. Also bisher würde ich sagen, so für mehrere Monate können wir das so machen, wie es jetzt ist. Ich habe natürlich nichts dagegen, wenn ihr Lust habt, während dieser Zeit hier auch Vereinsmitglied zu werden. Der Antrag ist auf unserer Homepage zu finden als PDF. Auf der Homepage ist auch ein kleiner Spendenbutton. Das geht natürlich sehr gerne, aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, übermorgen müssen wir die Türen zumachen. Zum Glück sind wir finanziell so aufgestellt, dass das eine ganze Weile hält. Also nicht ewig, aber das ist schon okay. So, da mache ich mir erstmal keine größeren Gedanken. Wenn es denn soweit kommt, werde ich einen entsprechenden Hilferuf schon starten. jetzt habe ich leicht den Faden verloren mit den drei Punkten. Also es ist ein Hands-on-Museum, es funktioniert alles und wir sind alles eben Ehrenamtler und machen das nebenbei. Das heißt, die ganze Ausstellung, die ich hier gleich zeigen kann, haben wir nach unserem Wunschdesign. Das heißt, wir haben uns, als wir hierher gezogen sind, über die Geschichte erzähle ich gleich nochmal was, überlegt, wie möchten wir ein Computermuseum haben? Wie ist unsere Idealvorstellung von so einer Ausstellung? Und so haben wir es dann eben gebaut. Und das fühlt sich eigentlich ganz toll an. Das ist nicht wie kein eingekauftes Museumsdesign ist oder von jemand von außen gekommen ist, der gesagt hat, die Lehrbücher sagen, es muss so und so sein, sondern alles, was hier so ist, ist so, weil eine gewisse Anzahl von Leuten, Hobby, Enthusiasten, Verrückte, sich das so ausgedacht haben. Und das macht eben auch den Spaß. Auch das Wohnzimmer hier vorne ist so. Jetzt nochmal vielleicht zur Geschichte. Das Computermuseum wurde 2008 gegründet von mir. Und zwar nicht, weil ich unbedingt ein Museum gründen wollte, sondern weil meine Sammlung so unfassbar groß geworden ist, dass sie einfach für mich alleine so ein bisschen ihren Sinn verloren hat. Ich habe Mitte der 90er Jahre angefangen, Computer zu sammeln und wollte nur eigentlich so eine Handvoll haben. Die mich irgendwie als Kind begleitet haben, als Jugendlicher oder die ich immer haben wollte, aber nie bekommen habe. Und dann gab es halt immer noch so ein paar Sehnsuchtsgeräte oder Geräte, um eine gewisse Reihe zu komplettieren. Es gibt diesen geflügelten Satz von Michi, der uns jetzt ja per Telefon zugeschaltet ist. Ach, wenn du vom Amiga schon den und den und den und den hast, dann fehlt dir nur noch der und der und der. Und dann hast du die Reihe voll. Und das hat sich irgendwie in meinem Kopf irgendwie so verfestigt, dass ich meinte, ich müsste irgendwie Heimcomputer der 70er und 80er Jahre auf Vollständigkeit sammeln. Und ich bin jetzt im Jahre 2020 immer noch dabei. Also das habe ich Mitte der 90er angefangen und das hat dann irgendwann, habe ich das außer Kontrolle verloren. Ein großer Anteil daran hat auch eBay. eBay kam, glaube ich, 98 nach Deutschland und dann war es natürlich deutlich einfacher, an einige Geräte zu kommen. Jedenfalls ist dieser Wechsel von private Sammlung zu Ausstellung 2008 gewesen. Dann waren wir erst 5 Jahre in einem Raum in der Innenstadt hier in Oldenburg, richtig in der Fußgängerzone. Das war allerdings auch nur wirklich ein Raum von ungefähr 50 Quadratmetern, vielleicht 55, wenn er Glück hat. Und da konnte man so ein U aus Tischen stellen, dann irgendwie 20 Geräte drauf unterbringen, je nachdem, wie viel Luft man den so gelassen hat, links und rechts. Und auch damals hatten wir schon nur in den Abendstunden geöffnet. Und vor 6 Jahren mussten wir diese Räume verlassen und wir sind hierhin umgezogen, haben aus diesen 55 Quadratmetern jetzt über 600 gemacht. Und das hat nochmal einen ganz großen Schritt in Richtung
ja, Ausstellungsmöglichkeiten gebracht, vielleicht auch Professionalität. Naja, finde ich, das ist dann vielleicht auch schon mal jetzt der Anlass, jetzt mal ein bisschen in Bewegung zu kommen. Das ist ja auch das erste Mal, dass Thomas und ich das jetzt ausprobieren. Das haben wir vorher noch nicht mal getestet, wie das jetzt mit der Kamera funktioniert und mit mir und wenn ich was erzähle. Aber wir fangen das jetzt gleich mal an mit der Bewegung. Ein Teddy kommentiert auch, ob wir nicht jetzt mal was zeigen könnten. Ja, siehst du. Und der Daniel Logemann fragt übrigens, wie wir uns so fühlen, als Stargast in einem ruhmesreichen Musikvideo dabei zu sein. Also von einer gewissen Oldenburger Band, die irgendwie so, ja, genau. Das war auch lustig. Also der Videodreh war lustig und das ganze Angelegenheit hat mir jedenfalls sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich ja nur bei einem Drehtag dabei war. Aber das ist, vielleicht kann das ja irgendjemand, weiß nicht, kann man den Link unten reinposten, dass die anderen sich das nachher angucken, jetzt nicht wegschalten. Was zeigen. Genau. Dann starten wir mal mit der Timeline. Ich hatte es gerade eben schon mal gesagt, meine Sammlung sollte sich um Heimcomputer der 1970er und 80er Jahre drehen. Und das ist auch immer noch der Kern dieses Museums. Es gibt so ein paar Ausläufer links und rechts, aber eigentlich haben wir uns an diese Geräte gehalten. Es gibt hier im Museum drei feste Ausstellungen, drei Ausstellungsthemen. Das eine sind diese Heimcomputer. Zum zweiten haben wir Spielkonsolen aus der Zeit, da gehen wir sogar noch bis zur Jahrtausendwende. Und zum dritten haben wir eine weitere Ausstellung, die sich um Arcade-Geräte dreht, also die großen Aufsteller und die großen Spielautomaten. Und das soll jetzt auch ein bisschen der Einstieg sein, denn wenn wir jetzt mal die Zeit zurückspulen und gucken, wann hatten wir denn das erste Mal ein Gerät, was man zu Hause hinstellen konnte, an den heimischen Fernseher anschließen konnte und dann darauf zocken. Also das, was wir ein Telespiel genannt haben, was man heute eben als Konsole bezeichnet, aber ältere Leute würden das als unter Konsole vielleicht eher ein Möbelstück verstehen. Das war nämlich 1972, ich würde sagen, in die Läden gekommen hier in Deutschland eher 1973, nämlich Pong. Das Spiel mit den beiden weißen Streifen für Leute mit wenig Vorstellungskraft oder mit den durchgeschwitzten Tennisspielern für Leute mit etwas mehr Vorstellungskraft. Also dieses simple erste Telespiel. Und zur gleichen Zeit gab es aber natürlich auch schon Computer, nur es gab auch keine, die man sich ins heimische Wohnzimmer stellen konnte oder sollte. Die Computer, die zu der Zeit genutzt wurden, die waren noch in Firmen, in Forschungseinrichtungen, in Konzernen. Und wenn ein kleiner oder mittelständischer Betrieb damals einen Computer hatte, war das eine Riesenausnahme und wenn, dann eben auch maximal einer. Und wie sowas aussah, das soll jetzt mal unsere erste Station sein. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Gleich über den Stuhl gerannt. Genau. Kommt mal mit. Hier vorne haben wir unsere Werkstatt. Auch ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Die Geräte bleiben nicht von alleine heil. Und ich bin so, so, so froh, dass wir einige Mitglieder im Verein haben, die willens, wollens und in der Lage sind, mit dem Lötkolben und ein bisschen gut zureden, viele Geräte wieder zum Laufen zu bringen. Ich kann das leider nicht. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass das hier vorne passiert. Das ist auch der Grund, warum die Werkstatt gleich hier vorne im Eingangsbereich untergebracht ist, weil sie so wichtig ist für unsere Ausstellung. Kannst du erstmal durchschwenken, glaube ich. Also das ist so ein Raum, der ist ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite sind die Geräte, auf die ich hier zu sprechen kommen möchte. Digital PDB 1134 mit ganz dezenten kleinen Laufwerken. Das ist ja immer das Medium. Die ist aus der Mitte, zweite Hälfte der 70er Jahre. Hier vorne ist das Gerät, was ich gleich ein bisschen näher erklären möchte. Und auf der anderen Seite sind Workstations aus den 80er und 90er Jahren. Das hat also zeitlich nichts mit dem Gegenüberliegenden zu tun. Mal gucken, ob wir das auch noch räumlich später mal etwas entzerrt bekommen. Also hier haben wir einen Nextcube. Ich hoffe, die Kenner unter euch flippen jetzt aus. Ein funktionierender Nextcube. Eine Silicon Graphics Indigo 2. Das sind so die Geräteklasse, die aktuell war, als Toy Story in die Kinos kam, Terminator, Jurassic Park. Das ist so die 3D-Kiste, läuft auch entsprechend was.
Und hier gibt es noch ein größeres Geschwister von so einer Indigo 2, das ist ein Onyx 2, hier unten auch nochmal eine kleinere. Das ist vom System her das gleiche, hat nur noch ein wenig mehr Power, würde ich sagen. Aber das sind so Hochleistungsmaschinen, die ich damals nur von der Cebit kannte. Ich habe sowas im richtigen Leben nie gesehen, aber dann eben als Sammler. Und da ich meinen Lebensunterhalt mit 3D-Grafik und 3D-Animation verdiene, sind das natürlich nochmal gerade für mich ganz speziell interessante Geräte. Und dieses Teil hier war auch 2 Jahre lang mein Arbeitsplatzrechner, also an dem habe ich wirklich produktiv gesessen. Schön traurig, dass der jetzt schon in ein Museum muss. Gut, jetzt wechseln wir mal durch und ich gehe wieder dahin. Also, die kann ich jetzt nicht einschalten. Das ist natürlich super, dass ich mir als erstes Exponat etwas ausgesucht habe, wo ich nicht hands-on bin. Also, die funktioniert zwar schon, aber man würde nicht viel sehen. Hier gibt es so ein paar rote Leuchtdioden, die den Zustand anzeigen, also den Speicherzustand. Ich will damit nur zeigen, wie sich Computer 1973 bedient haben, weil was hier vielleicht gleich auffällt, ist kein Monitor, keine Tastatur und erst recht keine Maus, aber dafür schöne bunte Kippschalter. Der David fragt, was so ein Computerkühlschrank denn so kostet. Das, da bin ich mal gespannt, wer jetzt alles zuguckt. Ich habe jetzt ja leider noch nicht auf die Liste gucken können, ob jemand im Chat ist, der das weiß, weil bei den Digital-Sachen habe ich keine Originalpreisliste bisher und ich verlasse mich ungern auf Recherchen im Internet, weil da auch meistens irgendwie so Querverweise drinstehen, die nicht oder eben Nachweise drinstehen, die nicht unbedingt so vertrauenswürdig sind, dass das Informationen sind, die ich in einem Museum verteilen würde. Also ich weiß den Neupreis davon leider nicht. Bei den Celtic Graphics weiß ich es, weil dafür haben wir eine Preisliste. Also bei dem Schrank oder bei dem Einzelgerät hier kann ich es leider überhaupt nicht sagen. Aber es wird sich sowohl preislich als auch in der Bedienung nicht für Privathaushalte empfohlen haben. Also, dieses Gerät bedient man tatsächlich auf Binärbasis. Also man hämmert da die Nullen und Einsen händisch rein. Man kann kein E drücken, sondern wenn ich jetzt ein E eingeben möchte, dann muss ich wissen, welche Kombination von Einsen und Nullen, das sind nämlich jetzt diese Kippschalter, entspricht einem E. Dann würde ich hier in dem Fall sagen Deposit, also merkt ihr das, alles wieder in Neutralstellung und den nächsten Buchstaben eingeben. Ja, das ist tatsächlich so mühselig und man kann auch davon ausgehen, dass es selbst damals an den Unis vielleicht nur ein oder zwei dieser Geräte gab oder dieser Geräteklasse. Das heißt, wenn man damals Programmieren lernen wollte, dann hat man sich nicht an den Rechner gesetzt, YouTube aufgemacht und dann schon mal die ersten Tutorials angeguckt, sondern man musste zum Äußersten greifen, zu einem Buch. Die Älteren erinnern sich, ne? Also jetzt nicht vielleicht gerade zu diesem Buch, obwohl auch gut, und hat das dann aus dem Buch gelernt. Oder eben, wenn man an einer Universität war, hat man eine Vorlesung besucht und hat dann erstmal Informatik gelernt. Und wenn man dann eine eigene Idee hatte, wie ein Programm sein soll, dann hat man sich wiederum nicht direkt vor den Rechner gesetzt, der stand ja gut behütet in irgendeinem Rechenzentrum, sondern man hat sich erstmal hingesetzt und hat seine Idee aufgezeichnet. Vielleicht mit so einem Flussdiagramm, hier mit einer Schablone. Also erstmal überlegt, was soll mein Programm in welcher Reihenfolge überhaupt leisten? Was soll es machen? Und dann setzt man das im Programmcode um. Und das immer noch nicht an diesem Rechner, sondern man nimmt sich einen Stift und ein Karo-Blatt oder viel besser mal einen ganzen Block, das wird ja wahrscheinlich ein bisschen länger, das Programm, und schreibt den Programmcode auf Papier. Und wenn man sich dann so 300-800% sicher ist, dass man da keinen Klammer vergessen hat, kein Leerzeichen, kein Semikolon, dann überträgt man das auf etwas, was der Rechner lesen kann. Also, man kann das hier vorne jetzt auch reinklickern, aber das dauert wirklich ewig, sondern man kann das umsetzen auf Lochstreifen. Toter Baum gelocht. Also das ist nicht magnetisch, sondern das ist ähnlich wie das hier mit den Kippschaltern vorne. Kann der Rechner pro Zeile herauslesen, welche Löcher gesetzt sind und welche nicht. Hier ist das Lesegerät dafür. Und auch die Stanze, das ist beides in dem Fall. Und so kann er eben auch sagen, aha, die Reihe ist ein E, das nächste ist ein W und dann kommt ein Leerzeichen und so weiter und so fort. Das heißt, auf diesem Streifen hier ist ein ganzes Programm gespeichert. Die zweite Darreichungsform für solche Programme wären Lochkarten. Das war sogar vielleicht noch ein bisschen länger im Einsatz, ein bisschen geläufiger. Hier übrigens wirklich eine von der Uni hier in Oldenburg. Originaler geht es hier nicht. Und auch hier ist es so, dass es praktisch im Senkrechten bestimmt wird,
wo die Löcher gesetzt sind, bestimmt, was darauf abgespeichert ist. Jetzt müssen wir da gucken. Ach guck, da oben steht sogar für uns lesbar eingedruckt. Der Sascha hat noch eine Frage, die ich nicht ganz einordnen kann. Bei dem Zeichnen von Programmen, ob es da nach ASCII konvertiert werden müsste oder war das noch was anderes? Also beim Zeichnen, das Zeichnen würde ich jetzt hier drauf beziehen, ne? Genau. Meint er das? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Sascha, kannst du das vielleicht noch mal einmal kurz ergänzen? Also hier, das muss ich vielleicht noch mal erklären. Es gibt natürlich normierte Symbole für, das ist jetzt eine Dateneingabe, hier ist eine Entscheidung, hier ist eine Ausgabe, hier wird etwas abgespeichert. Dafür sind diese verschiedenen geometrischen Formen da. Man hat das dann wirklich so mit Linien verbunden und hat gesagt, so okay, da kommt jetzt ein Wert rein, der gibt dem Benutzer ein, ist dieser Wert größer als 100, dann zweige nach da und mach das. Wenn er kleiner ist als 100, dann zweige nach da und mach das. Also man hat sich da so einen grafischen Baum aufgemalt. Das hat aber noch nichts mit Codieren zu tun, also mit wirklich Programmcode schreiben. Das kommt erst im nächsten Schritt. Also das hier ist nur die logische Grundlage. Ach so, Sascha schreibt, ihm ging es um das Beispiel für das E. Ja. Das kann ich gerade leider noch nicht so ganz einordnen. Nee, das wird mir jetzt auch nicht so ganz transparent gerade. Okay. So, also jedenfalls, also was ich noch erzählen wollte, auf so eine Karte passen 80 Zeichen. Das ist also ungefähr so viel, wie wir jetzt in eine Bildschirmzeile schreiben. Wahrscheinlich noch weniger. Oder für so einen handelsüblichen Tweet bräuchte man ja schon 4 Stück, wenn man so einen Tweet voll schreibt. Das heißt, man hat auch ganz schnell hier mit mehreren Programmen Codezeilen einen ganz schönen Stapel Papier. Den hat man dann zum Rechenzentrum gebracht und hat dann den Menschen im weißen Kittel, der die Geräte da bewacht, gebeten, hier, ich bin ein kleiner Student, 738, und ich hätte gerne mein Programm einmal durchlaufen lassen. Und dann sagt vielleicht der Typ im weißen Kittel, pass mal auf, Thomas, es ist irgendwie schon freitags mittags um spät. Ich gehe jetzt ins Wochenende, ich mache deinen Kram irgendwie nächste Woche. Und du himmelst rum und willst irgendwie wissen, ob dein Programm funktioniert. Und dann kommen da irgendwie komische Sonderzeichen und dann merkst du, okay, irgendwas habe ich an meinem Programm offensichtlich nicht ganz hundertprozentig gemacht, irgendwelche Wertebereiche nicht beachtet, irgendwelche Überläufe nicht beachtet, keine Ahnung. Und die Fehlermeldung, die du aus dem Rechenzentrum zurückkriegst, war, geht nicht. Also nicht da irgendwo hast du eine Klammer nicht gesetzt oder statt einer offenen eine geschlossene Klammer irgendwie gemacht, sondern nochmal. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie das die Leute genervt hat. Und das ist einer der Impulse. Ich will nicht sagen, es ist der Impuls, aber ich finde, das ist auch der für mich griffigste. Einer der Impulse für einige Leute gewesen, zu sagen, so, jetzt entwickle ich mir irgendeine Schaltung, irgendetwas, was ich selber zu Hause als Computer nutzen kann, damit ich nicht darauf angewiesen bin, dass der Typ im weißen Kittel irgendwie verfügbar ist und Bock hat, mein Programm durchzuschieben, bin ich darauf angewiesen, so ein Gerät zu besitzen und ich kann in meiner Geschwindigkeit programmieren lernen. Das war, also ist für mich jedenfalls der nachvollziehbarste Punkt, warum sich dann jemand hingeht. Achso, und natürlich, weil man sagen kann, hey, ich habe Feuer gemacht, guck mal, ich habe einen Computer gebaut. Auch noch ein wichtiger Punkt. Ein Steve zum Beispiel sagt das in seiner Biografie, dass ihm dieses Angeben oder das den anderen beweisen, dass er das kann, auch ein ganz wichtiger ausschlaggebender Punkt war. Und was dieser Steve gebaut hat, das ist jetzt unsere nächste Station. Hier ein bisschen Kinder- und Jugendspielzeug aus diesen Zeiten, aus den 70er oder frühen 80er Jahren. Auch dieses Auto ist zum Beispiel nicht fernsteuerbar, sondern man muss es hinten über diese Folientastatur zunächst programmieren. Und dann fährt es den vorher eingegebenen Parcours, Pfad, wie auch immer, ab. So, und das ist jetzt das erste Mal richtig in der Dauerausstellung. Das alles war ja nur Vorgeplänkel. Das ist das Foto, was ich immer poste, was wir posten, was wir auch als Titel für diese Veranstaltung genommen haben. Das ist genau diese Ansicht. Und hier starten wir praktisch 1975, 76 mit den ersten Geräten, die man für zu Hause bestellen konnte. Das ist der Altair, oder sollte Stefan aus Berlin zuschauen, es ist natürlich der Altair. Eine Station weiter liegt normalerweise ein Kim 1, der ist gerade verliehen, nämlich nach Berlin zu Stefan. Und daher haben wir jetzt momentan hier den Insight draufgesetzt, den kennen einige vielleicht aus dem Film Wargames. Auch hier sehen wir die gleiche Bedienung, wie die wir vorher bei der PDP-8 gesehen haben. Gleiches Bedienkonzept hatten wir ja vorher auch.
Und auf einmal kommt ein Rechner mit einem ganz anderen Bedienkonzept und so komischem Zubehör dabei. Der Apple I. Bevor ihr uns jetzt für Krösus und superreich haltet, das hier ist die einzige Replik, der einzige Nachbau, den wir hier im Museum haben. Denn ein Original Apple I ist nicht zu bezahlen. Es gibt einige Häuser auch hier in Deutschland, die so ein Gerät haben, von dem ich nicht weiß, ob er funktioniert. Und ich weiß auch nicht, ob die sich trauen, den einzuschalten. Das Schöne an dieser Replik ist hier, sie ist mit Bauteilen aus den 70er Jahren aufgebaut. Und ich traue mich, sie einzuschalten. Das heißt, hier können wir wirklich sagen und zeigen, wie so ein Apple I funktioniert hat. Das ist also diese Schaltung, die Steve Wozniak für sich entwickelt hat, damit er in seiner Geschwindigkeit eben Programme entwickeln kann, seinen Ideen nachgehen kann. Und dann kam anderer Steve dazu und dann haben die sich entschieden, mehr als einen davon zu bauen und den Rest haben wir alle in unseren Hosentaschen oder zu Hause auf dem Schreibtisch stehen oder als Laptop. Also das ist tatsächlich das erste Produkt und es wurde auch tatsächlich so verkauft, wie es hier ist. Das heißt, wenn man damals ein Apple I erworben hat für $666, nur diese Platine bekommen. Kein Gehäuse, keine Tastatur, nicht einmal eine Stromversorgung war dabei. Ich spreche den Monitor oder sowas. Das war alles optional und Zusatz. Schreibt jetzt schon jemand, ja, typisch Apple, das kommt gerne in die Führung in dem Moment. Nee, der Roger lobt nur deine Führung, dass sie Kult wären. Viele Grüße aus Lüneburg. gut, aber hier an diesen Geräten sieht man ja auch, das war immer noch diese komplizierte Bedienung mit den Kippschaltern. Hier muss man noch irgendwie technisch in der Lage sein, sich mindestens irgendwie eine Tastatur da dran zu löten oder ein Netzteil zu besorgen. Das ist immer noch nicht eine Geräteklasse, die man einfach aus dem Regal nimmt und dann sagt, so, ich habe einen Computer, jetzt habe ich einen Computer. Das passierte ein Jahr später, 1977, für die Star Wars Fans unter euch auch, Episode 4 kommt raus 1977. Und das sind die drei Geräte, die in diesem Jahr rauskommen. Und auch da muss ich gleich mal darauf hinweisen, falls jemand zuguckt, der es ganz genau nimmt, hier steht ein Apple IIe und kein Apple II. Das hier ist ein Gerät, was tatsächlich aus den 80ern ist. Aber die Klasse Apple II oder die Gerätereihe erscheint 1977. Da gucken wir gleich nochmal genauer drauf. Ich will nochmal hier auf den Pad eingehen, wenn es geht. Der Commodore PET ist, ja, also es gibt, ja, ich würde sagen, es ist der erste Rechner, der heute als klassischer Heimcomputer rausgegangen ist. Andere sagen, es ist der Apple II, es gibt so eine verschiedene Ansichten. Das eine Gerät war erst verfügbar, das andere wurde aber zuerst angekündigt. Und jetzt kann man eben sehen, was davon nimmt man als, das ist der erste Rechner. Steht im Verkaufsraum oder wird auf ein Plakat gezeigt. Zu der Bedienung kann ich hier nochmal, können wir auch gleich aus der Nähe einiges zeigen. Erstmal die Geräte, die Komponenten des Gerätes. Hier ist eine Tastatur eingebaut, das ist so eine mittelmäßige Frechheit und die ist jetzt im Laufe der Jahre auch nicht besser geworden. Auf den Tasten sieht man auch jeweils noch andere Zeichen, das heißt jede Taste ist hier doppelt belegt. Und zwar nicht mit Groß- und Kleinschreibung, wie wir das heute hätten, sondern ein Buchstabenzeichen und ein Grafikzeichen ist dabei. Dann sieht man hier netterweise einen Monitor mit eingebaut. Und wenn wir da mal reinschauen, ich hoffe, das funktioniert, sieht man, dass hier in dem Gehäuse nicht viel mehr los ist als drüben in der Vitrine, wo der Apple I drin liegt. Das ist auch nur eine Platine, aber hier wird netterweise ein Netzteil mitgeliefert und es ist ein Gehäuse drumherum. Sehr kurios, es ist wie im Auto. Hier noch so eine Stange, damit man das auch aufhalten kann. Und es ist auch ein Massenspeicher integriert. Das heißt, wenn man Programme laden oder speichern möchte, war man hier auch nicht mehr auf einen Lochstreifen, Leser oder Stanzer angewiesen, sondern man hat etwas genommen, was schon da war. Silvia fragt, welche Speicherkapazität denn die Speicherkassetten hatten. Die Kassetten, ja, da komme ich jetzt drauf. Kann ich auch gleich was zu sagen. Erstmal grundsätzlich zur Speichergröße in diesem Gerät. Das Teil hat 8 Kilobyte RAM. Den Jüngeren unter euch weiß ich gar nicht genau, wie ich das erklären soll, wie wenig das ist. Das ist wenig, also 8 Kilobyte. Wir reden hier nicht von Megabyte oder Gigabyte oder Terabyte. Das sind 8000 Zeichen, die das Ding speichern kann. Und wenn man ihn einschaltet, sind davon noch 6152 frei. Weil der Rest geht ja schon mal hier fürs Betriebssystem, also fürs Basic drauf.
Aber das Tolle ist, man muss nicht mehr Kippschalter umlegen für ein E. Hier ist aber eine Taste da. Ja, die funktioniert auch ganz hervorragend, wie ich gerade sehe. Und wenn ich sie tippe, kriege ich auch nicht rote Leuchtdioden angezeigt, die mir zeigen, ah, es könnte jetzt ein E sein, sondern ich kriege auf dem Bildschirm ein E. Das klingt so völlig normal für heute. Daran sehen wir, dass sich das durchgesetzt hat. Das war aber schon relativ neu. Bei den großen Rechnern gab es das vorher auch, natürlich. Aber für den Heimbereich, null. Und jetzt kommt das eigentlich allerbeste an diesem Gerät. Wenn ich jetzt irgendwelchen Unfug eingebe und so eine Reihe E's und B's und C's, die ich jetzt hier eingebe, ist kein Programmierbefehl, und sende das mit Return zur Ausführung, dann sagt er, ach Timo, hier wäre syntaktisch noch ein wenig Luft nach oben gewesen, ich habe dich nicht ganz verstanden. Oder in seiner kurzen Form, Syntax-Error. Aber das kriege ich jetzt sofort raus, nicht erst nächsten Mittwoch, wenn der Typ in dem weißen Kittel meine Lochstreifen durch die PDP-8 geschoben hat, sondern ich sitze jetzt vor meinem PC, kannst du noch mal näher kommen, hier steht nämlich netterweise schon PC drauf, ist auch das erste Mal. Alleine von meinem PC, ohne dass mir 2000 Studenten gefühlt im Nacken sitzen und ich kann die Programme ausprobieren oder die Befehle ausprobieren. Und was hier läuft, ist eben kein richtiges Betriebssystem, sondern alle Geräte, die wir haben, jedenfalls bis zu einem gewissen Alter, soweit kommen wir heute gar nicht mehr, starten und landen sofort in Basic. Und Basic ist eine Programmiersprache, die sich sehr ans Englische anlehnt. Das sind kurze englische Imperative, kurze Befehle wie Run, Print, List, Go To. Und damit ließen sich schon sehr schnell erste Erfolgserlebnisse feiern. Das zeige ich gleich nochmal da hinten. Da ist nämlich die Tastatur ein bisschen besser und das ist hier, das dauert zu lang. Der zweite in der Reihe, den haben wir gerade eben schon gezeigt. Auch hier würde ich gerne nochmal die Haube öffnen. So sieht ein Apple II von innen aus. In dem Fall der 2E. Also auch hier schon mit einigen Erweiterungskarten. Auf die komme ich gleich nochmal zu sprechen. Hier ist also schon so ein Steckkartensystem drin. Wenn man sich also nach dem Kauf irgendwann mal entscheidet, dass man dem Gerät mehr Speicher oder eben auch eine höhere Geschwindigkeit verleihen möchte, dann kann man das hier nachträglich ohne Löten machen. Das ging beim Pad vorher nicht. Und was beim Apple II auch sehr schnell zum Einsatz kam, auch hier konnte man natürlich Kassetten. Ah, jetzt habe ich die Kassetten gar nicht erzählt, ne? Richtig. Aha. Das ist seltsam, wirklich, wenn ich das jetzt hier mit dem Gerät mache. Normalerweise steht dann hier jemand rund und sagt, ey, du hast die Kassetten nicht erwähnt. Komme ich gleich nochmal zu. Silvia schrieb auch gerade, Basic lebt immer. Das ist auch gut, obwohl ja gerade Visual Basic abgekündigt wurde, ne? aber Kobalt-Programmierer werden wieder händeringend in Amerika gesucht. Ja, das ist großartig, das habe ich auch gelesen. Dann gehen wir nochmal zurück. Also, das schneiden wir nachher raus aus dem Livestream. Genau, man hat sich hier für etwas entschieden als Massenspeicher, was jedem zu der Zeit geläufig war. Eine ganz normale Kassette. Und ich habe jetzt in diesen vielen Jahren, in denen ich hier Führung mache, glaube ich, erst zwei Schulkinder gehabt, die nicht wussten, was das ist. Also auch wenn jetzt noch junge Kinder zu uns, junge, erwachsene, ältere Kinder, keine Ahnung, das sind so fünfte Klassen vielleicht, das ist das Jüngste, was wir momentan bei uns haben. Und denen zeige ich dann die Kassette, die kennen die alle noch, die haben alle irgendwie ihre Hörspielkassetten gehabt. Das beruhigt mich so sehr, dass Kinder, die irgendwie in den letzten 10 Jahren geboren wurden, auch noch mit diesem Medium umgehen. Das ist nämlich eins der wenigen Medien, die alles andere überlebt hat. Die CD überlebt, die DVD überlebt, vielleicht parallel mit der Schallplatte. Mit dem kleinen Unterschied, dass sich auf dieses hier, auf dieses Band etwas aufnehmen lässt. Das ist bei einer Schallplatte ein bisschen schwieriger. Das wurde so nicht vorgesehen. Eine Kassette ist im Grunde, das kennt ihr ja dann wahrscheinlich auch, einfach ein Magnetband, auf dem Töne gespeichert werden, durch Magnetisierung. Und hier ist es nichts anderes, nur dass hier nicht Benjamin Blümchen läuft, wenn man irgendwie ein Spiel oder ein Programm laden will, sondern das sind Piepstöne. Das heißt, die 9 und 1, die hier drin sind, im Speicher, diese wahnsinnigen 6000 Zeichen, werden in Piepstöne moduliert, so wie man es vielleicht auch noch vom Faxgerät kennt. Und diese Piepstöne werden hier drauf gespeichert. Und ich kann euch sagen, ich habe das ja selber auch benutzt in der Zeit, wenn man sein Programm sehr lieb gehabt hat, dann hat man das mehrmals hintereinander auf einer Kassette gespeichert, dann nochmal auf eine zweite und die hat man auch an getrennten Plätzen in der Wohnung oder im Zimmer, im Kinderzimmer in dem Fall, gelagert, weil das war alles andere als sicher da drauf. Das Tolle an den Kassetten war, die gibt es seit Mitte der 60er Jahre als Massenprodukt. In dem Fall hier also schon so 12, 13 Jahre. Das heißt zum einen, dass die Laufwerke und die Medien nicht mehr wahnsinnig teuer waren, wie alles, was jetzt gerade neu ist. Die drei Fragezeichen, merkt Lukas übrigens an, werden immer noch von Europa heutzutage auf Kassette veröffentlicht. Ist das schön. Ist wirklich, wirklich schön.
Und das Plattenregal im Mediamarkt wächst ja auch wieder, ne? Also die Plattenabteilung habe ich gesehen. Und zum anderen wollte ich noch drauf, deswegen, ich kann das auch nicht wieder zurücklegen, ohne hier einmal zu spannen. Zum anderen war die Bedienung von diesen Gerätschaften, also sowohl von dem Medium als auch von dem Player, jedem geläufig. Jeder wusste also mit Stop und Eject umzugehen, vorwärts, rückwärts oder wenn man was aufnehmen will, dass man Play und Aufnahme gleichzeitig drücken musste. Das war nach 12 Jahren, hatte sich das schon rumgesprochen. Das heißt, hier hat man nichts verbaut, was den Leuten völlig fremd war, sondern das war eher etwas, was man schon längst kannte, in Kombination mit etwas Neuem. So, jetzt wo wir die Kassette besprochen haben, können wir auch zur Diskette kommen. Die macht deutlich weniger Bandsalat. So eine Floppy Disks, das hat sich tatsächlich auch noch nicht rumgesprochen, heißt so, weil die wabbelig ist. Floppy. Die gab es übrigens auch in 8 Zoll. Haben wir eigentlich hier? Nee, also noch ein Nümmerchen größer und dann war die halt even more floppy. Hier haben wir auch eine beschichtete Magnetscheibe, nur es ist kein Band. Das heißt, hier muss man nicht hin und her spulen, wenn man etwas laden will, was am Ende des Bandes ist. Da kann man direkt drauf zugreifen. Und hier werden auch nicht Töne und Piepstöne drauf gespeichert, sondern hier werden 1 und 0 direkt drauf gespeichert. Das ist also eine digitale Abspeicherung. Das andere ist ja so eine Digital-Analog-Wandlung und dann wieder zurück, wenn man es laden will. Das wurde hier nicht mehr benutzt. Die Speicherkapazität der Kassette ist noch ungeklärt. Ach Mann! Ich glaube, wir hatten in den Kommentaren aber jemanden gehabt, der... Wir sind jetzt übrigens bei den 40 Minuten, die wir angekündigt haben. Das ist nicht weit. Ich glaube, wir müssen das nochmal machen. Ja, bei 300 Baud wären es 135 Kilobyte, hat der Peter gerade ausgerechnet. Ja, aber dann kommt es ja noch darauf an, was du hier für eine Länge hast. Genau, bei 60 Thomas, Minuten. Thomas, 51. Nicht, dass wir nachher Ärger kriegen, weil wir die Abstandsregel nicht eingehalten haben. Ja, ich habe lange Arme. Also das hier ist eine 60er Kassette, 2x30. Natürlich ist das Speichervolumen eines solchen Mediums anders, wenn das jetzt nur eine 20er Länge hätte oder eine 10er oder eine 5er. Es gab ganz viele Kassetten im Computerbereich, die liefen nur 5 Minuten. Weil man das Programm ja nicht häufiger darauf brauchte. Das waren also viel kürzere Bänder. Sowas war eher unüblich, so eine 60er Kassette zu nehmen, weil man ja so viel rumspulen muss. Und wenn du jetzt ein Programm lädst, kannst du ja nicht sagen, spul mal vor und lad das dann, sondern man muss selber vorspulen und irgendwie am Quietschen hören oder am Zählwerk ablesen, ob das jetzt das richtige Programm ist. Ehrlich, das ist ein Teil, den ich nicht wieder zurückhaben möchte. So retro ich auch bin, das war furchtbar. So den Rechner schaffen wir jetzt noch. Und dann muss ich euch leider aufs nächste Mal vertrösten, glaube ich. Könnt ihr gleich nochmal einen Schwenk machen, dass ihr seht, wie viel noch kommt. Ich glaube, da müssen wir jetzt noch einige Dienstage füllen. Der Tandy Radio Shack TS-80 Model 1, ja, der hat einen so griffigen Namen, ist der erste Rechner, den ich in meinem Leben gesehen habe. Ich wurde im zarten Alter von 6, und das war noch in den 70ern, vor so ein Gerät gesetzt. Und das war das allererste Gerät, was ich irgendwie als Computer gesehen oder begriffen habe. Und auf dem, wenn wir jetzt mal, das müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das hinkriegen mit Bildschirm und drauf filmen, auf dem kann ich mal zeigen, wie einfach Basic ist. Ich nehme an, viele von euch werden das wissen, aber also so nah ran, dass man da was lesen kann. Also auch hier, wenn ich irgendwelchen Unfug eingebe, sagt auch eher Syntax Error. Wenn ich weniger Unfug eingebe, wie zum Beispiel Print, ohne etwas dahinter, dann macht er das. Dann druckt er eine leere Zeile. Hier sieht man übrigens auch am Befehl Print, was ja eigentlich drucken heißt, dass das eigentlich für Computer war, die keine Bildschirme hatten. Print hätte jetzt eine leere Zeile auf dem Drucker eigentlich ausgegeben, in der Generation vor diesen hier. Wenn ich jetzt irgendwas hinter Print schreibe, wie Print 88x99, so, das würde mir schon etwas schwerfallen, das mal eben auszurechnen, dann macht er das netterweise auch. Das sind offensichtlich 8712. Oder wenn ich Print und dann etwas in Anführungszeichen dahinter gebe, dann druckt er auch das. Ich habe mir noch eine Frage zum Apple II. Welche abgespaceden Mäuse denn da noch dabei liegen? Komisch, die Frage kommt häufiger. Und der Peter merkt übrigens an, wir sollen nicht 40 Minuten lang streamen, sondern wir sollen bis zum C64 durchstreamen. Ja, von wegen. Ich weiß nicht, ob meine Arme das überleben. Nee, wir gehen gleich nochmal durch, damit ihr alle einen Eindruck habt, auch wenn ihr noch nicht hier wart, was noch kommt. Hier macht es komische Geräusche gerade. Und ah, VC20 ja. Wird auch ausreichen, sagte... Ja, das kriegen wir, das ist ja hier um die Ecke jetzt. diese abgespaceden Mäuse sind keine Mäuse. Bei Mäuse sind wir erst, also Mäuse im Heimbereich, sind wir erst 1984 unterwegs und wir sind ja hier noch 77. Das sind Pedals. Also die haben nur einen Drehteil, kann man nicht drücken oder sowas. Das bewegt nur eine Achse. Das ist wie zum Beispiel für Pong, um den Spielerbalken nach oben, nach unten zu drehen. Und ein, wie wir ihn damals genannt haben, Feuerknopf.
Und Audi hat das heutzutage gegen Aufpreis in seinen Autos. Ja, jetzt in der Mittelkonsole. Genau. gut, also ich wollte ein kleines Programm schreiben. Achso, haha, ich muss noch was zu den Zeilennummern sagen. Also wenn man einfach nur Befehle tippt und die ausführen lässt, dann macht er das zwar, ist danach aber genauso dumm wie nach dem Einschalten. Also das ist noch kein Programm. Wenn man Programme schreiben will, muss man die Zeilen durchnummerieren, damit er weiß, in welcher Reihenfolge diese Befehle abzuarbeiten sind. Und man könnte jetzt anfangen und sagen, Zeile 1, mach dies, Zeile 2, mach das, Zeile 3, mach jenes. Und wenn einem dann nach Zeile 5 einfällt, dass man zwischen 2 und 3 gerne noch einen Befehl hätte, dann ist da nichts mehr frei. Das ist blöd. Deswegen programmiert man in 10er Abschnitten. Also Zeile 10 macht dies, Zeile 20 macht das, Zeile 30 macht das. Dann hat man nämlich diesen, oh Mensch, im Moment noch jeweils 9 mal frei. Also 11, 12, 13 und so weiter und so fort. Also machen wir mal Zeile 10, print. Auch das Geräusch dürfte Nostalgiker freuen wahrscheinlich. Ich liebe diese Tastatur. Hallo lieber Livestream. Und jetzt seht ihr schon, ich habe Enter gedrückt und er macht es nicht sofort. Er behält das nämlich erstmal im Speicher und sagt so, haha, der Timo, der will jetzt ein Programm schreiben. Mal gucken, was noch kommt. Wenn ich mir angucken will, was ist im Speicher, gibt es einen kurzen Befehl, der heißt List. Und völlig überraschend steht da genau das drin, was ich gerade eingegeben habe. Wie könnte jetzt der Befehl heißen, um es zu starten? Um es ihm das Programm laufen zu lassen? Wahrscheinlich Run. Genau, es ist Run. Also es ist nicht Start oder Go. Man sagt ja, läuft das Programm auf dem Rechner und deswegen ist es Run, vom Laufen. Also Run. Und immer wenn ich jetzt Run eingebe, führt er diese eine Zeile aus. Hurra! Das ist schon mal, also es gibt Programmiersprachen auf dieser Welt, da ist dieser Schritt schon mega kompliziert. Und wenn man das jetzt immer wieder neu starten möchte und nicht immer so ein Timo davor stehen haben möchte, der immer Run eingibt, gibt man noch eine zweite Zeile ein, die heißt 20, also nächste Zeile, geh wieder zu Zeile 10. Das heißt, das ganze Programm sagt jetzt einmal, bitte schreibe, hallo lieber Livestream, arbeitet das ab, hüpft in die nächste Zeile, die sagt, oh Gott, hier hast du nichts zu suchen, geh wieder zu Zeile 10. Wenn man das dann startet, gibt es so schon fast so eine Animation. Ich hoffe, das kommt jetzt mit dem Flimmern irgendwie halbwegs über den Stream. Das führt jetzt also endlos aus. Und ehrlich gesagt, wenn du als 7- oder 8-Jähriger sowas lernst, dann glaubst du schon, wenn du den dritten und vierten Befehl lernst, bist du kurz vorm Ergreifen der Weltherrschaft. Also jedenfalls von der Möglichkeit, das zu tun. Je nach Charakter des Achtjährigen. Und ich kann Atomkraftwerke steuern wahrscheinlich. Ja, genau. Die waren ja damals groß in, ne? 80er Jahre. Das war also für viele der Grund zu sagen, ich lerne jetzt programmieren. Das ist ja so einfach. Und die ersten Branchenlösungen, die dann kamen, also jetzt nennen wir das Branchenlösungen, waren nicht von Programmierern, sondern von Menschen, die gesagt haben, boah, ey, die Abrechnung meiner Kilometer, was weiß ich, von meinen 3 Firmenwagen und meinen 2 Monteuren, die geht mir mal so auf den Keks jeden Abend, ich schreibe mir jetzt mal ein Programm, was mir das vereinfacht. Oder die Lagerbuchhaltung. Jetzt haben die irgendwie heute 20 Rohre verbaut und 3 Muffen vermufft oder keine Ahnung, also wenn man jetzt mal so einen Handwerksbetrieb nimmt. Dann muss ich die irgendwie rausstreichen und irgendwie wissen, wann ich die nachbestellen soll. Und das haben sich dann Leute auch programmiert. Bitte? Jetzt noch die Vor-Next-Schleife, schreibt Thorsten. Wir können ja... Also, dann löschen wir mal... Nehmen wir den Vorteil, dass wir jetzt vor 10 ja auch noch ein paar Zeilen frei haben. Also 5. So sieht unser Programm jetzt aus. Das heißt, so. In der ersten Zeile sage ich Ihnen, zähle die Variable i von 1 zu 200 hoch. Also fängt bei 1 an, endet irgendwann, nämlich nach 200 Malen, bei 200. Dann kommt wieder unser Ausgabe mit dem Print-Befehl und dann sagt er Next I, das heißt, also geh jetzt bitte eine Zahl weiter. Also aus 1 macht 2, aus 2 macht 3 und so weiter und so fort. Und wenn ich das jetzt starte, dann macht er das nicht endlos, wie gerade eben, sondern, ich hoffe, ihr zählt mit, und 200 Mal. Und gibt es da auch einen Poke, schreibt, ich glaube, der Carsten? Genau, Poke und Peak gibt es auch in fast allen Basic-Varianten, oder sogar in allen. Konrad, Entschuldigung. Die schreiben direkt in den Speicher. Das heißt, wenn ich jetzt genau weiß, an welcher Speicherstelle an diesem Gerät ein Farb- oder ein Index oder später beim C64 jetzt der Index für Hintergrundfarbe ist oder der Index für mach mal einen Ton, dann kann man das auch direkt mit Pokes machen. Ich finde es immer eleganter, wenn das Basic
Befehle dafür hat, das aufzunehmen. Aber natürlich könnte man theoretisch auch alles poken und so direkt, das ist aber wieder sehr nah an der Benutzung von Kippschaltern, mit Kippschaltern da in Speicheradressen reinschreiben. Das ist jetzt praktisch der etwas modernere Kippschalter, ist jetzt der Poke-Befehl geworden. So, und wenn ich jetzt ein super tolles Programm geschrieben habe, was immer zweimal Hallo lieber Livestream 200 Mal auf dem Bildschirm schreibt, und ich will das meinem Kumpel in München zeigen, oder in Wien in dem Fall, Andreas ist ja hoffentlich noch da, dann könnte ich jetzt das natürlich hier auf diese Kassette speichern, auf der jetzt aber noch Blackjack ist, das will ich ja gar nicht überschreiben, das in einen Umschlag stecken und hoffen, dass es auf dem Weg nach Wien nicht unter großen Magneten bei irgendwelchen Postsortiergelegenheiten irgendwie durchkommt, weil dann ist das Programm wieder weg. Und es dauert auch viel zu lange, weil ich will ja, dass Andreas das jetzt sieht in Wien. Also rufe ich ihn an. Was ist denn Österreich ist? Oh, weiß ich gar nicht. 043? Weiß ich gar nicht. Glaub, also. Ja. 0043. Ich weiß doch die Nummer aus Wien nicht. Keine Ahnung. Also. Für die Jüngeren unter euch, das ist ein Wählscheibentelefon. So, und dann habe ich dann irgendwann am Telefon, wir können ganz normal miteinander sprechen. Ich sage, Andreas, ich habe jetzt gerade hier ein Programm geschrieben, da schreibt er mal, hallo lieber Livestream, das musst du sehen. Ich schicke dir das mal. Und dann drücken wir beide auf unserer Seite den Hörer in dieses formschöne Gerät und vor allen Dingen auch formschlüssige Gerät, was normalerweise ja hier noch mit dem Kabel verbunden ist mit dem Computer, das habe ich jetzt aus Demo-Zwecken nicht dran. Ist man fortan ganz leise, obwohl hier so Gummimuscheln drum sind, ist das jetzt ganz gefährlich, da irgendwelche anderen Geräusche zu machen. Und anstatt jetzt einen Befehl zu schreiben, der die Piepstöne auf Kassette speichert, kann ich einen Befehl schreiben, der die Daten hier zu diesem Akustikkoppler sendet. Der moduliert die dann in Piepstöne, schickt die nach Wien und dort werden die demoduliert und da werden die Piepstöne wieder zu 0 und 1, wenn dann die Leitung stimmt und kein lautes Auto vorbeifährt und wie auch immer. Und deswegen heißt so ein Ding bis heute Modem, weil es moduliert und demoduliert. Ach, jetzt ist wieder die Schlauchschnacker-Abteilung bei Timo angekommen. Und es gibt noch eine ganz wichtige Geschichte dazu. Das hier ist ja ein urdeutsches Telefon, ein FETAP, ein Fernsprechtischapparat, mit einem urdeutschen Hörer. Aber er passt irgendwie ganz, ganz, ganz wunderbar in einen amerikanischen Akustikkoppler. Und dann kann man sich ja auch fragen, ist das jetzt ein spezielles Modell für Deutschland gewesen? Wie kann das sein? Und dann könnte einem noch auffallen, dass das Icon, was wir alle antippen, sollten wir mit unseren Smartphones auch telefonieren. Ich habe gehört, das soll gehen. Das Icon zum Telefonieren über die Betriebssysteme hinweg, das hier ist. Bis heute. Ich frage mich immer, was die jungen Leute glauben, was sie da antippen, wenn sie telefonieren. Weil, ne? Das ist genauso wie mit dem Safe-Symbol. Diese Diskette. Der Peter fragt übrigens, ob uns das Easter Egg für den TRS-80 bekannt sei. Nee. In Basic. Mir ist es nämlich auch nicht bekannt. Ja, dann soll er mal schreiben. Können wir ja live vorführen. Genau. Was ich hinaus wollte. Damals waren Telefonhörer weltweit genormt. Das heißt, diese Form sah in Japan genauso aus wie in Großbritannien oder in den USA. Oder eben auch in Deutschland. Und das hat den großen Vorteil, dass einerseits überall auf Notrufsäulen oder auf öffentlichen Telefonzellen alle Leute wissen, was das hier sein soll. Deswegen auch heute noch das Icon bei den Smartphone-Betriebssystemen. Und zum anderen garantiert das eine hervorragende Passform von deutschen Fernsprechtischapparaten zu amerikanischen Akustikkopplern. Kommt das Easter Egg noch? Sonst? Nee, ich glaube, wir müssen erstmal weitergehen. Wir müssen das aber, also wenn der Peter das mal in den Kommentaren schreiben könnte, das würde mich sehr interessieren. Das würden wir dann im Nachgang nochmal uns angucken und vielleicht in der nächsten Führung mal einbauen. Ihr Lieben, ich meine nämlich schon, wir sind schon ganz schön weit. Ich möchte euch, wie es damals im Dienstagsprogramm hieß, einen Vorgucker geben. Wir gehen jetzt einmal gemeinsam relativ fix durch die Ausstellung. Ich sage nichts mehr dazu. Wenn dann noch Fragen sind, können wir uns eben noch hinten hinsetzen und noch zwei, drei Fragen beantworten. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir nächsten Dienstag weiter. Kommt mal mit. Also, hier haben wir... Ich wollte auch nichts mehr dazu sagen, das kann ich nicht. Thomas, wir müssen da schnell durch. Das ist sonst gemein, sonst möchte ich was dazu sagen. Wann geht es weiter, wird gefragt. Wir haben noch keinen Plan. Ich würde sagen, immer zu den Öffnungszeiten. Also, nächsten Dienstag. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt einen Spannungsbogen eröffnen, dass die liebe Zuschauer dann einmal sehen, was wir hier für Experimente haben. Lukas hat sich Sinclair gewünscht. Das haben wir natürlich hier. Ein ZX Spectrum, ZX81 und auch der C5. Das Sinclair Dreirad ist da. Alter. Das können wir auch in schöner. Das machen wir in der nächste Woche. Kenny ist auch da. Ja. Warum auch immer. Thank you.
Es hat Great Shot gesagt. Eine tolle Sprachausgabe liegt übrigens an diesem wunderbaren Speech Synthesizer. Ich habe das Gefühl, du entschleunigst ein wenig wieder. So, hier kommen wir jetzt in die 80er Jahre. Also hier eine ganze Reihe an C64-Abkömmlingen, 128, SX64 und natürlich der C64 selber. Dann haben wir hier noch einen Atari, wir haben einen Vertreter der MSX-Reihe und natürlich einen Schneider CPC. Danke übrigens, Michi, dass du das alles vorbereitet hast. Ist ja auch als Telefonjoker live dabei. Ja, und dann überschreiten wir auf einmal die Grenze von 8 zu 16 Bit, die vorher schon mal leicht getoucht wurde. Und spannenderweise haben die Geräte auf einmal so komisches Zubehör. Auch das vielleicht das nächste oder übernächste Mal. Hier also eine Apple Lisa, Apple Macintosh, Atari ST, entsprechende Keyboards aus der Zeit. Und alles eingeschaltet und alles hands-on. Ist auch irgendwas nicht in Ordnung. Der Amiga 500, ein Econ Archimedes, Munte. Gibt es einen C65? Fragt Christian. Ja, gibt es. Das ist ein Prototyp, der aber nie in den Verkauf kam. Aber neulich für sehr, sehr viel Geld bei eBay angeboten wurde und auch verkauft wurde. Und ab hier wurden die PCs hässlich. Genau, das ist dann hier so ein Wald- und Wiesen-SCOM-Rechner mit einem Windows 3 drauf. Und natürlich auch noch mit Monkey Island drauf, aber das kann man dann irgendwie später nochmal machen. Das war ja nur der erste Kern, das sind jetzt die Heimcomputer gewesen. Welche MSX? Hm? Ich konnte jetzt so schnell nicht folgen. Welcher MSX? Philips MSX da vorne, ja. Ah, den habe ich jetzt glaube ich nicht gezeigt. Macht nichts, das machen wir wenn wir dran sind. Hier haben wir unsere Ausstellung zu den Spielkonsolen. Auch hier fangen wir in den 70ern an, das heißt hier ist eine Magnavox Odyssey von 72, Pong 73. Und dann geht es hier weiter mit, du kannst ja ein bisschen... Bisschen auf die Geräte gehen. Sabrina, nochmal vielen, vielen Dank für das Beschaffen dieser Tastenhocker. Finde die großartig, passen super hier rein. Ich habe jetzt den Namen nicht mehr mitbekommen, aber es wird gefragt, welchen Computer, also Steve fragt, welchen Computer oder welches Exponat wir uns denn noch fürs Museum wünschen. Schwierig, wir haben schon ganz schön viel. Oder kann ich nochmal drüber nachdenken? Apple I im Original. Ja, ja, genau. Noch eine dritte Lisa oder sowas. Ja, dritte Generation mit. Natürlich dem NES. Ulrich fragt auch noch, ob wir den Wert unserer Ausstellung beziffern können. Das ist jetzt die Frage, ob das jetzt um den monetären oder um den emotionalen Wert geht. Beides nicht. Beides geht nicht, ne? Es gibt noch nicht mal ein vernünftiges Inventar. Also ich weiß nicht, wie viele Rechner ich besitze. Das sollen wir vielleicht auch nochmal sagen. Alle Geräte hier in dieser Ausstellung gehören nicht dem Verein. Das sind alles private Geräte, also auch die großen Arcade-Maschinen, die Racer und sowas, das gehört anderen Sammlern, die freundlicherweise ihre Geräte auch hier für dieses Museum zur Verfügung stehen. Und alles, was ich bisher gezeigt habe, kommt ja eben aus meiner Sammlung, die ich ja Mitte der 90er gestartet habe. Also wir könnten hier nochmal ein bisschen rumgehen, aber das machen wir auch nochmal in Ruhe. Oder wir holen uns dann jemand dazu, der ein bisschen mehr über Konsolen erzählen kann. Der Marco freut sich übrigens, dass seine Pong-Konsole in der Ausstellung wiederzufinden ist. Vielen Dank dafür, auch von uns. So, und der dritte Bereich, der Arcade-Bereich, sollte Ende März wieder eröffnet werden. Und wir wollten mit euch einen richtig, richtig schönen Game Day hier haben. Und das ist uns ja natürlich jetzt allen nicht vergönnt gewesen. Deswegen kann ich die Sachen auch nicht zeigen. Sie sind nicht aufgebaut, aber wir können ja trotzdem nochmal in unser zweites Wohnzimmer, vorbei in der Vectrex. Übrigens immer noch mein Klingelton. Das ist aber jetzt neumoderner Schnickschnack. Genau, das ist unser Pongtisch und der ist natürlich nicht original Retro, sondern so 2-3 Jahre alt. Aber ein großartiges Teil. So, dann mal gucken, ob wir es sehen können, die traurige leere Halle. Hier ist noch Umbau. Ja. Das erste
was wir machen werden, wenn wir hier wieder ganz normal Vereinsarbeit machen dürfen, ist das hier wieder herrichten und ein OCM Play mit euch machen. Also hier wieder alle Geräte aufbauen, funktionstüchtig aufbauen und einen großen, großen Spieletag machen. Mal gucken, wann das sein wird. Gut, wir könnten uns jetzt tatsächlich nochmal vorne zum Startpunkt begeben, nochmal zum Wohnzimmer, gucken, ob noch zwei, drei Fragen aufgelaufen sind. Und ansonsten würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende. Der Original Utah Teapot. Die wunderbaren 11 Jahre. Ja. Ich weiß nicht, ob man das Klingeln hören kann, aber jetzt klingelt es hinten. Das heißt, wir haben auch funktionierende Telefone aus dieser Zeit hier. Mit unfassbar zwei Nebenstellen, diese TK-Anlage. Ja, reicht fürs Museum. Läuft mal alles hier. So, ihr Lieben, wenn Fragen sind, dann machen wir jetzt mal eine Fragerunde, beziehungsweise auch eine... Ich frage mal den Telefonjoker. Michi, hast du noch irgendwelche Fragen in den Kommentaren gesehen, die wir... Okay, also es wird gefragt von Peter, wo denn dein Bart geblieben ist. Heute Morgen im Waschbecken. Das ist ja interessant, was hier für Fachfragen kommen. Ich dachte mir, ich komme mal auch nicht in Jogginghose her und rasiere mich. Ich finde, das ist der Michael, einmal im Monat kann man das auch mal machen. Der Michael lobt die Tapete. Also einige andere Leute... Und ansonsten kommt sehr viel Lob von den Kommentatoren. Also es hat den Leuten sehr gut gefallen. Danke, wir danke, haben danke. Teilweise auch 94 Leute im Livestream gehabt. Und woher, ja, Michi? Woher haben wir die Tapete? Achso, das ist das Einzige hier im Wohnzimmer, was wir aus dem Internet bestellt haben. Ich weiß nicht, ob es den Dienstleister noch gibt. Das ist jetzt ja schon 6 Jahre her, aber die kann man so neu kaufen. Okay. Ich hätte jetzt an IKEA gedacht, aber... Nee, das haben wir einen Dienstleister gefunden, der, glaube ich, beliebige Muster auf Tapetenstoff plottet. Und das haben wir dann entsprechend so tapeziert. Die gibt es natürlich nochmal in diesen Orange- und Brauntönen, was in diesem Muster typischer war. Aber das wäre uns hier zu dunkel geworden. Alles andere, was hier ist, ist wirklich Haushaltsauflösung, eBay-Kleinanzeigen, Spenden von Besuchern, die gesagt haben, oh, ich habe noch was zu Hause, das passt wunderbar in euer Wohnzimmer. Und so hat sich das hier zusammengestellt. Holger fragt noch nach dem Eintritt, wahrscheinlich zur Dauerausstellung und vielleicht noch mal einen Ausblick zu den kommenden Veranstaltungen, sofern wir denn am 19. wieder raus dürfen. Also, unsere normalen Öffnungszeiten sind jeden Dienstagabend 18 bis 21 Uhr. Das ist regulär. Wir machen Führung auf Absprache, das heißt, wenn jetzt Gruppen kommen möchten, die sagen, ja, aber dienstagsabends können wir nicht, dann muss einfach nur eine E-Mail geschrieben werden oder ein Anruf erfolgen und dann kann man einfach einen Termin absprechen mit Gruppen. Der Eintritt abends sind 2 Euro, bei Gruppenführung und Gruppenbesuchen sind es 5 Euro pro Person. Und dann gibt es noch Special Events und ich musste gerade so ein bisschen in mich reinweinen. Ich habe natürlich... neue Flyer drucken lassen und neue Flyer gestaltet für das jetzt schon laufende und andauernde Quartal. Mit Bügelperlen-Events, eben mit einem OCM-Play drin, mit einem weiteren Vortrag drin, müsst ihr jetzt nochmal gucken. Das ist auch online auf unserer Seite, aber ja, die Flyer sind geliefert worden, die haben das Museum nie erreicht, die liegen noch bei mir im Büro, weil ich einfach denke, die werden wir nicht brauchen. Also realistischerweise glaube ich nicht, dass wir in diesem Quartal noch Besucher hier haben werden. Wenn es anders ist, umso besser. Aber ihr könnt euch natürlich gerne über die Facebook-Seite, über unsere normale Homepage, wir haben auch Twitter und Instagram, darüber informieren, was wir für Veranstaltungen vorhaben. Und das Flyer-PDF ist online unter computermuseum-oldenburg.de. Und Marco fragt noch, was wir zu Pac-Mans 40. Geburtstag planen. Ja, es ist mal schwierig. Also ich verstehe uns ja nicht, oder jedenfalls nicht vordergründig, als das Computerspielemuseum. Das gibt es auch, das ist in Berlin. Das ist auf alle Fälle auch ein Besuch wert. Wir haben natürlich immer schon mal Events gemacht zu bestimmten Spielereien. Die waren allerdings nicht auf bestimmte Jubiläen abgerichtet, sondern wo wir einfach gesagt haben, wir machen heute Lucasgate Games oder nur einen Monkey Island Abend, wo dann tatsächlich Besucher auch
als Piraten verkleidet mit ihren Kindern kommen. Das war sehr, sehr goldig. Also sowas gibt es schon. Aber häufig haben wir das ja nicht so, dass an einem unserer Öffnungsdienstage auch genau der Tag des Jubiläums ist. Und deswegen gibt es da zu wenig abgestimmte Events oder auch zu Jubiläen, was Geräte angeht. Oder jetzt hatten wir gerade gestern Microsoft-Jubiläum, ne? Gestern ist Microsoft... Vorgestern, glaube ich. Ne? Vorgestern? Ich glaube, vorgestern. Dazu haben wir also auch nichts Besonderes, hätten wir jetzt auch nichts Besonderes gemacht. Also das wäre in den Führungen natürlich vorgekommen und auch hier vielleicht als Aussagen nochmal, aber ansonsten haben wir da nichts. Andreas fragt noch, ob wir den Livestream für nachher speichern. Ja, also werden den nachher, sobald wir den Livestream beendet haben, speichern und dann dürfte der in wenigen Minuten auf Facebook dann auch verfügbar sein. Genau. War jedenfalls bei dem Test, den wir eine Stunde vorher gemacht haben heute, ging das ganz reibungslos. Ja. Und Stefan Kleen sagt auch nochmal, Super Mario wird dieses Jahr auch 35 Jahre alt. Der junge Mann. Wie gesagt, bei den Spielen könnten wir natürlich was machen. Mir wäre jetzt erstmal froh, wenn wir wieder einen ganz normalen Museumsbetrieb aufnehmen können. Und euch wieder hier haben können. Und dass ich solche Gespräche jetzt nicht mit einem Gerät mit zwei Kameras führen muss und jemand, der es die ganze Zeit halten muss, eben schon solche Arme hat, sondern dass wir das hier vor Ort machen können. Aber solange, glaube ich, wenn wir uns hier vor Ort einig sind, können wir solche Streams einfach einmal die Woche machen und dann machen wir die Führung weiter. Wir haben noch Lagerräume, die ich zeigen kann. Wir können über die Planung reden. Wir können über bestimmte, wir können uns einfach mal hinsetzen, gemeinsam ein Programm schreiben, ihr im Emulator, im Browser und wir dann eben hier, dass wir mal gemeinsam ein bisschen Basic machen oder ein kleines Spiel schreiben. Also da fällt mir noch einiges ein, was wir machen können. Okay, also weitere Fragen habe ich jetzt hier nicht mehr. Also ganz häufig freuen sich die Leute. Ganz viel Danke, Danke, Danke. Tolle Führung, gerne mehr davon. Und der Peter hat auch geschrieben, dass seine Frage beantwortet wurde. Von der ich jetzt nicht mehr weiß, was sie war, aber ich freue mich, dass sie beantwortet wurde. Ich glaube, das war noch die MSX-Frage von vorhin gewesen. Okay, ich gucke mir das nachher auch nochmal an, dann kann ich mir die Kommentare ja nochmal dazu angucken und dann weiß ich auch, was ihr alle geschrieben habt. Also selbst wenn ich jetzt nicht alles gesagt bekomme, werde ich mir nachher das nochmal anschauen. Also meinerseits auch vielen Dank für die vielen Fragen. Ich konnte nicht alle nicht nachvollziehen, sondern mitverfolgen, weil ich hier auf diesem Display nur ganz wenig Bereich habe, wo ich das lesen kann. Aber dankenswerterweise hat Michi als Telefondrucker da auch nochmal unterstützt. Und ansonsten können wir die Fragen auch gerne nochmal nacharbeiten und ihr könnt uns auch gerne auf der Facebook-Seite nochmal eine Nachricht schicken und dann können wir auch gerne alle Fragen im Nachgang nochmal klären. Ja, das kann ich wenigstens probieren. Gucken, wie viel es sind. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Stream. Tschüss. Tschüss.